Kita-kindfreundliches Berlin 2015. Wir stellen uns vor, jeder Bezirk hat vielfältige Bildungs- und Kulturangebote für alle Kinder und ihre Eltern. Jeder Bezirk hat genug Spielplätze, Sportmöglichkeiten und Parks für alle Kinder und ihre Eltern. Und Kinder und ihre Eltern können diese Orte gut erreichen und dort Freunde treffen. Und jeder Bezirk und das ganze Land bezieht Kinder und Eltern in Planung, Konzeption und Umsetzung von diesen angesprochenen Angeboten mit ein. Das ist sozusagen für die ganze Stadt. Dann habe ich noch einmal überlegt, die Traumkita 2050. Wir haben einen Kita-Fachtag gemacht gehabt im Mai 2019. Da habe ich mit Kindern zusammen besprochen, was sie sich denn für eine Kita wünschen. Und da kamen viele wilde Wünsche und ich würde hier so einen kleinen Ausschnitt daraus mal berichten. Also man kann dort singen, malen, basteln, toben, kämpfen, vorgelesen bekommen, Quatsch machen, experimentieren, tanzen, bauen, puzzeln und sich verkleiden. Es gibt leckeres Essen und Kinder dürfen auch mitkochen. Es gibt einen wilden Garten und sie können Tiere beobachten. Also die Tiere waren in dem Fall für die Kita geeignet, sind laut Kindern, nämlich Füchse, Bären, Wölfe und ähnliches. Es war sehr spannend. Und sie dürfen mitbestimmen, wie Räume gestaltet sind, welches Spielzeug gekauft wird, wann sie schlafen wollen, was sie anziehen wollen, was sie essen wollen und so weiter, mit wem sie spielen wollen. Dann war ja die Frage, was sind die konkreten Aufgaben? Also, alle Kinder haben einen Kita-Platz. Heißt konkret, wir brauchen einen Ausbau der Kita-Plätze, wir brauchen Räume, die zur Verfügung stehen dafür. Da muss einiges investiert werden. Wir brauchen einen Ausbau der Kita-Plätze, das heißt, pädagogisches Personal muss aus- und weitergebildet werden. Wir brauchen ein umfassendes Monitoring der Qualität der Arbeit in den Einrichtungen der Bildungsarbeit und auch des Kinderschutzes. Das fällt manchmal leider so ein bisschen runter, weil dann für alle Platz gemacht wird und dann wird die Qualität nicht mehr so schön. Und wir brauchen eine gute Interessenvertretung von Kindern und Eltern. Wir machen das im Moment alle im Ehrenamt und ich würde mir wünschen, dass es dafür auch festangestellte Menschen gibt. Dann habe ich nochmal allgemeiner, alle Kinder haben Platz in der Stadt. Was sind das noch für konkrete Aufgaben? Also Kinder können sich selbstständig in der Stadt bewegen. Das ist ein Ausbau von Gehwegen, von Radwegen und öffentlichem Nahverkehr mit dem Fokus auf die Bedürfnisse von Kindern. Und Kinder können mitbestimmen, das ist die Einbeziehung sowohl in den Kitas oder in der Kindertagespflege, aber auch in den entsprechenden Gremien, die das dann beschließen. Und dann gab es den Raum, zwei Wünsche zu äußern, sozusagen zwei kleinere Sachen. Das habe ich jetzt mal zwei rausgegriffen. Räume für Kita-Möglichkeiten ist ein Mietendeckel für soziales Gewerbe. Wir haben leider immer noch Kitas, die aus ihren Mietverträgen rausfliegen und wir haben auch zu wenig Fördersummen für den Ausbau für Kitas. Das ist jetzt schon leer und es ist gerade mal Mitte des Jahres. Da muss auf jeden Fall noch mehr passieren. Und dann großer Wunsch, die Ausbildung zur Erzieherin vergüten. Wir gehen davon aus, dass dann deutlich mehr Menschen das würden machen wollen und wir dann sehr viel mehr Erzieherinnen und Erzieher für Berlin hätten.